Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, alle diejenigen, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen überrascht tun, verkennen das strukturelle Problem in Südtirol. Mit Kompatscher ist zwar jemand angetreten, der medial als Erneuerer präsentiert wurde. Damals war sogar vom Alpen-Obama die Rede, der einen neuen Politikstil an den Tag legen wollte. Allerdings dann selbst wenige Gesichter ausgetauscht, das System Südtirol aber im Ganzen erhalten hat, bis heute. Filz, Postenschacher, Machtspiele, Allmachtsfantasien, Interessenskonflikte hat es bereits unter Durnwalder gegeben, aber die gibt es auch heute noch. Und gerade in dieser Debatte ist ausschlaggebend, dass die SVP sich einen gesetzlichen Rahmen geschaffen hat, um sich durch Lobbys zu finanzieren. Wozu sollten Lobbys eine Regierungspartei finanzieren, wenn es nicht um politischen Einfluss geht? Das möge man mir bitte erklären. Und Herr Landeshauptmann, hier ist es auch nicht mehr mit medialen Versprechungen getan. Künftig wird es um Machtbegrenzung, Spendenverbot, Direktwahl, Transparenz und Kontrolle gehen, aber auch um den politischen Pluralismus in Südtirol, in Rom, in den Gemeinden, in den Verbänden, in den Medien und in allen weiteren Ämtern. Es war in den letzten Wochen oft der Begriff Sittenbild der Südtiroler Politik in aller Munde. Ich spreche ganz klar vom Sittenbild der Volkspartei. Das aktuelle Bild ist nämlich das Ergebnis der über 70 Jahre langen Alleinherrschaft einer einzigen Partei, die sich mit dem jeweils italienischen Partner immer wieder arrangiert hat. Der Übergang von der Einparteienlandschaft zur demokratischen Politiklandschaft konnte noch immer nicht vollzogen werden. Das hat bereits der Sellskandal und die Ereignisse rund um den Treuhandzumpf haben dieses System schonungslos vorgeführt und das macht halt jetzt der Saatskandal ebenso. Ich möchte ein paar Fragen stellen, Herr Landeshauptmann. Ich möchte die Gelegenheit heute hier nutzen. Wie soll man Ihnen ernsthaft das Saubermann-Image abnehmen, wenn ein Freund, der gleichzeitig Parteiobmann, Stellvertreter ist, Ihr Anwalt ist, der Anwalt von Alfreider ist, der immer wieder als einzige Person als Berater für private, aber auch für die öffentliche Verwaltung in Sachen PPP-Projekte auftritt, gerade dann, wenn es um ihre Kompetenzen geht, wo es um viele, viele Millionen geht. Ich glaube nicht, dass das die Transparenz ist, die Sie in Zukunft weiterhin an den Tag legen möchten. Und erklären Sie mir bitte noch eines, das möchte ich persönlich einfach verstehen. Weil ich habe das Gefühl, dass Sie uns hier im Landtag, aber auch die Menschen ein bisschen veräppelt haben. Sie wissen seit jeher, dass Kollege Wiedmann nicht Ihr persönlicher Freund ist. Jetzt, wo alle nachlesen können und nachhören können, was er von Ihnen hält, ist dieses Vertrauen nicht mehr gegeben, obwohl Sie in den letzten 1,5 Jahren hier immer wieder betont haben, wie gut die Zusammenarbeit ist. Ich möchte wissen, warum das jetzt plötzlich anders ist. Sehen Sie sich unter Druck gesetzt, weil es einige Medien so verlangt haben, dass es kein Vertrauen mehr geben darf, dass es keine Zusammenarbeit mehr geben darf? Oder war es Professor Filzmeier, der Führungsschwäche vorgeworfen hat? Kollegin, ich möchte das einfach von Ihnen hier wissen. Und einen Satz möchte ich heute von der Lega wissen, wie ihr zu dieser ganzen Geschichte steht. Seid ihr in der Lage, mit der Volkspartei diese Regierung weiter aufrecht zu erhalten? Oder seid auch ihr längst, wie euer Koalitionspartner, nur mehr mit internen Machtkämpfen beschäftigt?